Einen schönen guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz von dem Bundesliga-Heimspiel vor nunmehr 10.000 Zuschauern im Signal Iduna Park am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Ich begrüße unseren Trainer direkt neben mir, Marco Rose, und wir freuen uns auf eure Fragen. Bitte schön. Wir fangen an mit Jesko von Eichmann für Sky. Ja, hallo in die Runde. Marco, die Frage ist heute so berechtigt wie nie wahrscheinlich. Wie sieht's mit dem Personal aus? Wie geht's Erling? Wie geht's Mats? Wie geht's Emre? Da sind ja einige Fragezeichen unterwegs. Ja, heute zwei Tage vorm Spiel, alle drei noch nicht im Mannschaftstraining. Bedeutet, es wird mehr als eng. Ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass morgen tatsächlich dann einer der drei dazukommt. Mats möglicherweise ist heute Fahrrad gefahren zumindest. Müssen wir sehen, ob es für den Kader zumindest reicht. Aber wird mehr als eng bei allen dreien. Ist unwahrscheinlich. Jonas Ortmann für die Bild. Hallo Herr Rose, eine Frage zu Leverkusen. Und zwar, Ihr Trainerkollege Seoane hatte sich ja jetzt in der Sportbild angesprochen, auf Patrick Schick geäußert und gesagt, ich denke, dass sich Patrick Schick auch zweimal überlegen würde, von uns zum BVB zu gehen. Einen großen nächsten Schritt sehe ich darin nicht. Unabhängig mal vom Spieler Schick, sehen Sie denn einen Wechsel von Leverkusen auch nicht als großen Schritt für einen Spieler? Also jetzt stellt mir das Boulevard so eine Frage. Ich glaube, dass jeder seine Meinung haben darf und die Meinung sollte man respektieren. Und ich glaube auch nicht, dass das Böse gemeint ist in irgendeiner Form, sondern es ist einfach eine Meinung und die lasse ich einfach so stehen. Ich finde, dass Patrick Schick ein hervorragender Stürmer ist, grundsätzlich glaube ich auch ein guter Typ, genauso wie Gerardo Seoane. Dementsprechend habe ich auch eine Meinung. Borussia Dortmund ist immer eine lohnenswerte Adresse, denke ich. Wir machen weiter mit Marian Lars. Jetzt habe ich doch schon wieder zu viel gesagt. Es reicht wahrscheinlich schon wieder für eine Headline, denke ich mal. Borussia Dortmund ist immer eine lohnenswerte Adresse. Alles gut. Marian Larske, bitte. Ja, Herr Rose, einer der zu dieser Adresse gekommen ist, ist Daniel Mahlen im vergangenen Sommer, der jetzt vielleicht auch nochmal eine gesteigerte Bedeutung hat, wenn Erling Haaland ausfällt. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Hat ja gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht. An allen drei Toren war er beteiligt, hat sie maßgeblich vorbereitet. Vielleicht können Sie ein paar Worte zu ihm verlieren. Gerne, gut. Gute Entwicklung, glaube ich, über die Monate. Wir wissen alle, dass er damals in einem nicht sonderlich guten physischen Zustand hierher kam. Das ist besser geworden. Dementsprechend kann er auch mehr sich auf sein Spiel, auf seine Qualitäten fokussieren. Das gelingt ihm immer besser. Gute Entwicklung. Wir sind froh, dass wir Donny hier haben. Aber auch da natürlich immer wieder das Thema. Er bekommt im Moment viel Lob, auch heute in der Videositzung von mir. Nachhaltigkeit, dranbleiben, mehr wollen, das sind so die Attribute, an denen er jetzt dann einfach feilen muss. Und dabei helfe ich ihm natürlich. Dirk Krampe für die Ruhrnachrichten. Ja, guten Tag. Der Trainingsplatz hat sich jetzt gefüllt, auch wenn so ein paar Spieler natürlich immer mal wieder noch gefehlt haben. Das bedeutet eigentlich oder sollte eigentlich bedeuten mehr Trainingsqualität, mehr Konkurrenzkampf auch. Haben Sie das gespürt so in den vergangenen beiden Wochen, dass die Intensität auch deutlich höher war? Und wie schnell kann sich so ein Effekt dann auch aufs Spiel auswirken? Also ich muss sagen, wir hatten wirklich zwei sehr gute Trainingswochen. Von den Inhalten her, von der Intensität her war das richtig gut. Und trotzdem werden wir am Samstag natürlich auf hohem Niveau gegen den Tabellendritten dann auch abgerechnet und gemessen. Das bedeutet, wir müssen das jetzt auf den Platz bringen. Aber wir konnten viel trainieren, wir konnten in größeren Gruppen auch trainieren, obwohl man auch sagen muss, wir haben letztes Wochenende ein paar Jungs zur U23 gegeben, damit sie Spielpraxis sammeln. Also es war jetzt auch nicht durchgehend so, dass wir ständig 10 gegen 10 spielen konnten, aber die U19 hat uns geholfen, die U23, das funktioniert hier alles auf einem sehr hohen Niveau und trotzdem hatten wir auch ein paar Ausfälle. Emre, Thomas Meunier ist erst gestern oder heute ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen, aber das Gefühl
was wir mitnehmen aus den letzten 14 Tagen, was Training betrifft, ist wirklich gut. Wir machen weiter mit Björn Pinno, Radio 91.2. Ja, insgesamt wäre natürlich gut, wenn man die Leistung am Sonntag bringt. Weil ich glaube, es ist ein Sonntagsspiel, wenn ich richtig liege. Das Ganze ist ein Spitzenspiel. Sie haben es gerade schon gesagt. Und die Spiele gegen Leverkusen, die hatten zuletzt auch immer einen ganz besonderen Spielfilm. Was erwarten Sie denn für einen Film am Sonntag? Ja, da der Film noch nicht gedreht ist, haben wir ja die Chance daran zu arbeiten, ihn oder das Drehbuch mitzubestimmen. Und das ist unsere Leistung, die dort natürlich vordergründig dann wichtig ist. Und natürlich wollen wir unsere Punkteausbeute verbessern. Wir wollen an unserer Tabellenkonstellation weiterarbeiten. Und wir wollen vor allen Dingen eine gute Leistung in einem Topspiel bringen gegen den Gegner, der sehr gute Fußballer hat, der viel Dynamik in den eigenen Reihen hat und sich sowohl im Positionsspiel mit viel Tempo auszeichnet, als auch im Umschaltspiel vor allen Dingen. Das durften wir auch im Hinspiel erfahren und auch die Entwicklung danach bei Leverkusen konnte man ja mitverfolgen. Und dementsprechend erwarte ich ein Spitzenspiel, das wir natürlich am Ende gewinnen wollen. Bijan Jakobi mit der nächsten Frage. Ja, hallo Marco, gleich zwei Fragen. Wie sieht's aus bei Gio? Ist er schon Kandidat für die Startelf? Und dann die Frage zu Leverkusen. Da kommt ja doch eine geballte Power auf einen zu. Mats Hummels fehlt in der Abwehr. Gibt es einen konkreten Schlachtplan gegen Leverkusen, wie man die am besten verteidigen kann? Ja, wir müssen gut, fleißig, intensiv verteidigen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht ein zu großer Schlagabtausch wird, in dem die Räume dann groß werden, in denen sie ihr Tempo dann auch ausnutzen können. Gegen Leipzig haben sie vor ein paar Wochen eher komplett auf Umschalten gespielt, haben Leipzig den Ball überlassen und haben dann die Räume gut gefunden. Leipzig große Probleme an dem Tag gehabt. Leverkusen hat auch sehr, sehr verdient gewonnen. Man muss dann relativ schnell auch schauen, was ist ihr Plan an dem Tag. Ja, also wir müssen gegen den Ball sicherlich richtig gut sein und mit dem Ball sauber. Das ist auch klar. Wir dürfen keine einfachen Bälle in falschen Räumen verlieren, damit wir sie auch im Hinspiel haben wir zwei Tore, glaube ich, sogar bekommen. Nach Ballverlusten in der eigenen Hälfte, wo Leverkusen blitzschnell dann umgeschalten hat. Und den Schlachtplan grundsätzlich, den teile ich morgen dann final der Mannschaft mit. Wir haben uns ihn die Woche schon erarbeitet. Und am Sonntag wird man ihn dann möglicherweise auch auf dem Platz hoffentlich erkennen. Ja, zu Gio vielleicht noch kurz was. Ah ja, war erste Frage. Gio ist zurück. Sehr cool. War die Woche noch mal einen Tag krank, hat Schnupfen gehabt, aber ist am nächsten Tag sofort wieder gekommen, weil er unbedingt jetzt dabei sein will. Und ich bin happy, muss ich wirklich sagen, weil Gio zwei gute Trainingswochen jetzt hatte, wirklich gängig wirkt. Man muss dann immer sehen, für wie lange reicht es nach der langen Zeit. Aber ihn im Training zu sehen, seine Qualität wieder zu haben, wie er Räume findet, wie er 1-gegen-1-Situationen auf engen Räumen löst, wie er auch gegen den Ball arbeitet. Es ist einfach schön, diesen Qualitätsspieler wieder mit dabei zu haben und ist auch wichtig für uns. Daniel Herzog. Jo, hallo in die Runde. Hi Marco, du hast vorhin schon gesagt, Training war gut, hat Spaß gemacht jetzt in den Wochen. Julian Brandt hat im Kicker gesagt, es wurden vor allem viel Zweikämpfe trainiert und hat auch gesagt, dass in den nächsten Tagen der Trainer bestimmt noch andere Schwerpunkte setzen wird, wo er so das Gefühl hat, okay, da haben wir noch Nachholbedarf, da müssen wir noch was verbessern. Was waren denn die Schwerpunkte? Ja, wir haben schon viel am Thema Zweikampf gearbeitet. Grundsätzlich Zweikämpfe suchen, dann auch in Zweikämpfe reingehen und die, wenn wir dann drin sind, dann auch gewinnbringend führen. Das ist schon ein Thema gewesen, was wir die Saison eigentlich fast noch gar nicht auf dem Trainingsprogramm hatten, weil wir einfach, weil es intensiv ist natürlich, die Zeit auch nicht dafür hatten und man uns in Spielen aber angemerkt hat, dass das einfach ein Punkt ist, an dem wir arbeiten müssen. Und dementsprechend haben wir den auch diese Woche nochmal mit aufs Programm genommen. Also wir haben so einen roten Faden,
dann auch in dem Bereich gehabt. Und es wäre natürlich schön und wichtig, das dann auch am Sonntag auf dem Platz zu bringen. Wir hatten dann natürlich nebenher noch ein paar andere Schwerpunkte. Heute haben wir nochmal auch an Kettenthemen gearbeitet. Auch an unserem Offensivspiel haben wir gearbeitet. Es war einfach mal gut, 14 Tage zu haben, um viele, viele Themen anzutrainieren. Ja, im Moment sehe ich keine weitere Anmeldung, doch jetzt geht sie hoch. Daniela Müllenborn, bitte. Ja, hallo zusammen. Herr Rose, Sie haben eben gesagt, Sie erwarten ein echtes Spitzenspiel, das Sie natürlich gerne gewinnen wollen, auch um eine echte Duftmarke zu setzen? Nein, weil man es von uns erwartet auch. Also ich denke, das weiß jeder, das merkt jeder. Wenn wir Spiele verlieren, dann ist das ein Problem. Und wir wollen keine Probleme haben. Aber Duftmarke, weiß ich nicht. Also ein Sieg setzt jetzt nicht so viel Duftmarken, habe ich das Gefühl, wie eine Niederlage bei Borussia Dortmund. Das duftet dann mehr. Es stinkt. Die Krampe, bitte. Ja, sehr schön. In Leverkusen oder über Leverkusen, wenn man über Leverkusen redet, wird viel über Patrick Schick und Florian Wirtz gesprochen. Die Mannschaft ist natürlich noch viel mehr. Sie schieben zum Beispiel auch sehr stark immer über außen an. Das ist eine Spielweise, die auch Hoffenheim an den Tag gelegt hat und wo ihre Mannschaft auch ein bisschen Probleme hatte. Wie kriegt man da die richtige Kombination hin? Was hat da auch in Hoffenheim vielleicht nicht so funktioniert, wie Sie sich das selbst erhofft hatten? Ja, Leverkusen hat ja eine andere Struktur mit dem Ball als Hoffenheim. Also die Spielanlage ist dann schon ein Stück weit anders. Oft doppelt besetzte Flügel. Hoffenheim hatte oft einen einfach besetzten Flügel in unserer letzten Linie vor allen Dingen, wo wir dann gebunden waren, wo wir nicht mehr vorwärts verteidigen konnten, plus viel Personal in der letzten Linie und davor. Dort hatten wir dann einfach und deswegen auch ein Faktor zur Umstellung, dann drauf reagiert. Leverkusen hat oft doppelt besetzten Flügel, hat Flügelstürme, die dann entweder von innen oder vom Flügel weg, Frimpong oft Doppelpässe am Flügel, der sich dann immer wieder durchsetzt, Diaby mit hohem Tempo, je nachdem, Bellarabi, Paulinho, wer dann noch dazu kommt, ein spielstarkes Zentrum. Ja, einfach zu Recht Tabellendritter, eine sehr gute Mannschaft, über Jahre hervorragende Arbeit, die in Leverkusen gemacht wird, finde ich, holen immer wieder richtig gute Jungs dazu. Und wir haben uns darauf vorbereitet und wir haben in Hoffenheim das Spiel trotzdem nochmal auch. Wir haben danach davon gesprochen, dass wir oder ich habe gesagt, dass es ein schmeichelhafter Sieg war, weil Hoffenheim natürlich mehr vom Ball hatte, uns auch richtig Probleme gemacht hat. Aber wir haben drei herausragende Tore geschossen, haben leidenschaftlich verteidigt. Ich erinnere Aktion Manu Akanji kurz vorm Tor. Dann hat er noch einmal geklärt. Wir haben am Ende alles wegverteidigt. Und das sind dann natürlich auch positive Dinge, die wir mitnehmen. Aber wir wollen natürlich grundsätzlich mehr vom Spiel und auch mehr Dominanz. Das ist das, was wir uns dann mitnehmen. So, zwei Hände sehe ich noch und die Fragen nehmen wir auch auf jeden Fall noch mit. Den Anfang macht Jesko von Eichmann. Marco, wie haben Sie die Pressekonferenz von Max Eberl erlebt und aufgenommen? Ich habe sie gesehen. Max ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein Top-Manager und alles andere bespreche ich gerne mit Max, weil er mir sehr wichtig ist und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was in der Endkonsequenz dann nur uns beide angeht, finde ich, wenn wir drüber reden wollen. Und Daniel Herzog macht den Abschluss, bitte. Jawohl, danke schön. Genau, ich würde einmal noch kurz auf dieses Interview von Julian Brandt kommen. Da wurde auch natürlich auf dieses, ja, ich nenne es leidige Thema, viele Gegentore angesprochen, hat gesagt, ja, wir machen es ja nicht absichtlich. Und natürlich nervt es. Es zeigt ja auch so, dass logischerweise die Spieler sich damit beschäftigen. Also wie kriegt man es hin? Gehört das wirklich nur rein auf den Trainingsplatz oder ist es auch eine mentale Geschichte? Also muss man wirklich auch viel sprechen mit den Spielern? Es ist alles. Wir machen es nicht mit Absicht, ist richtig,
aber es ändern zu wollen, wäre noch wichtiger und richtiger. Das bedeutet, dass es in unseren Kopf muss, verdammt nochmal, härter, konsequenter und wenn nötig mit noch mehr Aufwand unser eigenes Tor zu verteidigen. Und wenn man sieht, wie wir dann relativ häufig aufgestellt sind, was wir für Spielertypen haben, dann ist das natürlich sehr, sehr offensiv. Und man sieht auch, dass dann Spielertypen dabei sind, deren Königsdisziplin jetzt nicht zwingend Zweikämpfe sind. Und deswegen haben wir diese Woche oder die letzten 14 Tage dann auch dieses Thema mit auf dem Plan gerufen. Weil selbst wenn es nicht deine Königsdisziplin ist, gehört es zum Fußballspiel. Und das müssen wir als Mannschaft und jeder Einzelne für sich verstehen, um große Ziele zu erreichen, um ambitionierte Ziele zu erreichen, gehören diese Dinge mit dazu. Und dort müssen wir verdammt nochmal besser und klarer werden. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank euch allen. Wir sehen uns am Sonntag im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. Ciao.